Seit dem 23. Juni des vergangenen Jahres sprechen alle über den Brexit. Im März dieses Jahres hat der britische Premierminister Theresa May den Artikel 50 aktiviert und den zweijährigen Verhandlungsprozess somit offiziell begonnen. Bis jetzt haben aber keine Verhandlungen stattgefunden. Die Uhr tickt und einige Beamte sind unsicher, ob das Vereinigte Königreich genug Zeit haben wird, um eine rentable Vereinbarung auszuhandeln. Der Chefverhandlungsführer der Europäischen Union hat Großbritannien gewarnt, dass es aus Europa rausgeworfen werden könnte, falls es noch mehr Zeit verschwenden sollte. Er sagte, in der nächsten Woche wird es 3 Monate her sein, nachdem der Artikel 50 ausgelöst wurde. Wir haben weder verhandelt, noch sind wir einen Schritt vorangekommen. Der Verhandlungsprozess muss beginnen. Wir sind bereit und warten auf England. In einem Interview mit der Financial Times und anderen europäischen Zeitungen drängte auch Michel Barnier das Vereinigte Königreich, keine Zeit mehr zu verschwenden, da das Land es immer noch nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Aufgrund der Unsicherheit in der britischen Regierung konnten sich Barnier und Oliver Robbins, der Chef der britischen Abteilung für den Austritt aus der Europäischen Union, am vergangenen Montag nicht einigen, wann die Brexit-Verhandlungen nun endlich stattfinden werden. Die Zeit läuft uns davon, und zwar schneller, als wir alle glauben. Die Themen, mit denen wir es zu tun haben, sind außerordentlich kompliziert. Ich kann nicht mit mir selbst verhandeln. Während Barnier seine Sorgen aussprach, gewann Emmanuel Macron die erste Wahlrunde der Parlamentswahlen am Sonntag, was den Weg für Angela Merkels tiefe EU-Integration ebnen könnte und für das Vereinigte Königreich keine gute Nachricht wäre, da eine stärkere Front der Europäischen Union strengere Verhandlungen bedeuten wird. Michel Barnier fügte hinzu, es geht weder um Rache noch um den Wunsch, alle bestrafen zu wollen und auch nicht um Naivität. Es geht um den Brexit und der Austritt aus der Europäischen Union hat nun mal Konsequenzen. Die Bürger müssen sich dieser Tatsache bewusst werden. Viele britische Bürger haben diese Konsequenzen unterschätzt. Bis jetzt wurde kein offizieller Termin für die Brexit-Verhandlungen festgelegt. Die Europäische Union und auch das Vereinigte Königreich sollten diese Verhandlungen jedoch so bald wie möglich beginnen, weil viele Unternehmen die Lebensgrundlagen der Menschen und ihre Probleme direkt von diesen Verhandlungen abhängen.